Die Andacht zum Tag aus den Kirchengemeinden rund um Grünstadt und Bad Dürkheim. Ich bin Lisa Sauter aus Erpolsheim. Und ich bin genervt. So richtig. Schnell, schnell, zack, zack, asap und am besten schon gestern. Immer erreichbar, sofort zurückrufen. Termin hier, Termin da. Mir geht das alles zu schnell. Diese Welt ist im absoluten Speedrausch. Und ich mittendrin. Ich bin kurz vorm Breakdown. Ah, mir dreht sich der Schädel. Immer und sofort. Muss das so? Ach, hilft ja nix. Ab ins Auto und weiter. Oder doch nicht? Probier's mal mit Gemütlichkeit. Das Lied von Balu, dem Bären aus dem Dschungelbuch, brüllt aus der Anlage. Bremse rein. Jetzt reicht's. Der Bär hat recht. Nicht mehr mit mir. Ich nehme jetzt die Zeit. Das sagt übrigens auch die Bibel. Alles hat seine Zeit. Mach mal Pause und probier's mit Gemütlichkeit. Das tut gut, ist super für den Körper und besser für den Kopf. Sonst klappt irgendwann gar nichts mehr. Und hey, wenn's die Bibel und das Dschungelbuch sagen, dann muss es ja wohl stimmen, oder? Also los, fang an mit ein bisschen Gemütlichkeit. Lasst uns beten. Alles hat seine Zeit. Das sagt uns dein Wort. Das Leben ist manchmal viel zu schnell, sodass ich fast nicht mehr hinterherkomme. Ich möchte mich dann auf dein Wort besinnen, eine Pause machen, schauen, was hat Zeit und was kann noch warten. Das Lesen in der Bibel, ein Gebet, helfen mir dabei. Zeit mit Gott kann entschleunigen, bringt die Ruhe, die ich brauche, um zu schauen, was ist nun an der Reihe. Dann kann ich es neu angehen, fokussiert, mit mehr Ruhe. Alles hat seine Zeit. Amen. Sei begleitet vom Segen des Herrn. Es segne und behüte dich, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.